Hallo ihr Lieben, ich bin Elias Mbarek und ich spreche wieder den liebenswerten und tollpatschigen Bären Paddington. Wisst ihr überhaupt noch, was im ersten Teil passiert ist? Dass Paddington eigentlich aus Peru stammt und von Tante Lucy nach London geschickt wurde? Versteck dich gut, bis du in London bist. Aber kommst du denn nicht mit? Oder kennt ihr Paddington vielleicht noch gar nicht? Dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit. Mit einem Schild mit der Aufschrift "Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären, danke" kommt der kleine Bär in der Paddington Station in London an. London. Oh, stimmt ja. Ja, Manieren. Na dann mal los. Hier muss er schnell feststellen, dass ihn keiner so richtig wahrnimmt oder helfen möchte. Weiß irgendjemand, wo ich ein Zuhause finden kann? Doch dann findet Familie Brown den kleinen Bären. Die Familie Brown, das sind Mutter Mary Brown, Vater Henry Brown und die Kinder Jonathan und Judy. Sag mal, solltest du nicht besser zu Hause sein? Oh ja, das sollte ich, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich eins finde. Und weil sie in einer Paddington Station auflesen, wird er ebenso genannt. Oh, sieh nur, Henry, das passt perfekt. Du willst ihn Ketchup nennen? Nein. Ketchup der Bär? Paddington. 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 Im zweiten Teil sind neben den Browns auch wieder Antiquitätenhändler Mr. Gruber, Marmelade, Haushälterin Mrs. Bird und Nachbar Mr. Curry dabei. Oh. Neu dabei sind der Safe-Knacker Knuckles McGinty. Ja? Und der Schauspieler Phoenix Buchanan. Sie sind ein sehr berühmter Schauspieler. VIP? Eine Berühmtheit? Oder waren es früher einmal? Jetzt drehen Sie Werbespots für Hundefutter. Und der führt einiges im Schilde. Muff! So. Mehr verrate ich euch aber nicht. Es wird auf jeden Fall spannend und ihr könnt euch auf viel Humor und einen zuckersüßen Baby Paddington freuen. Ich hoffe, ihr geht alle ins Kino und wünsche euch ganz viel Spaß. Er sucht das Gute in uns allen. Hereinspaziert.